Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Wohnmobiltipp Rudis Reise. Ich bin hier noch in Lingen im Emsland und werde von hier aus jetzt weiterfahren nach Coesfeld, ungefähr eine Stunde. Was ich alles erleben werde dort, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran! So ihr Lieben, ich bin jetzt angekommen in Coesfeld. Und hier sind eigentlich 10 Stellplätze, die kann ich hier noch mal zeigen. Und jetzt drehe ich mich mal, und weil hier noch ein großer Parkplatz ist und der ist fast komplett voll mit Wohnmobilen, ist halt jetzt Ferienzeit. Und Stromplätze sind hier dann natürlich alle vergeben. Also ja, habe ich das Motorrad jetzt rausgeholt und werde hier mal nach Coesfeld reinfahren. Und eigentlich hatte ich vor, jetzt auch noch mal zu Obelink zu fahren. Da sind von hier aus, keine Ahnung, so 20 Minuten hinzufahren. Bin ich noch nie gewesen, will ich mir da noch mal angucken. Mal schauen, was ich jetzt genau mache. Aber erstmal muss ich zur Apotheke, weil ich habe echt da so eine... mein Finger tut weh. muss ich mir irgendwas holen, damit ja das mal ein bisschen besser wird irgendwo. So. Und übrigens das Ausladen inzwischen vom Motorrad, das ist eine Sache von 3 bis 5 Minuten geworden. Beim ersten Mal hat es ja so richtig lange gedauert und jetzt ist es so, geht also ratzefatze, spielt sich alles dann irgendwo im Laufe der Zeit so einigermaßen ein. So, und jetzt fahre ich mal rein nach Coesfeld. Ich starte hier am Rudi im schnellen Vorlauf. Wir sehen hier den großen Parkplatz und da hinten auch nochmal den besonderen Wohnmobilstellplatz hier auf der rechten Seite. Der rote Weg, da geht es hin zur Schwimmhalle, wo man auch duschen kann. Der Parkplatz ist ausreichend groß. Ich fahre hier mal in die Innenstadt rein und den Weg kannte ich nachher auch auswendig. So, ich bin jetzt in der Innenstadt von Coesfeld und bin hier gerade mal zur Apotheke gegangen. Ja, was es nun genau ist, Insektenstich oder doch eine Nagelbettentzündung. Zumindest habe ich da mir verschiedene Sachen mitgenommen. Bin ganz doll beraten worden. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Ja, und nun schaue ich mal weiter, wo ich hier nochmal einen Motorradparkplatz finde. Das ist hier so ein bisschen, ja, wenig Parkplätze hier. Und dann schaue ich mal weiter, mal gucken. Ja, und hier habe ich mir jetzt in der Buchhandlung eben ein Buch bestellt. Und das zeige ich euch dann. Finde ich total klasse. Das Buch heißt Schleswig im neuen Jahrtausend. Und da bin ich auch mit drin und da stelle ich euch nochmal gesondert vor. So, und auf geht's zu Obelink. Ich bin jetzt angekommen hier in Winterswijk in Niederlanden. Einmal über die Grenze rüber und hier ist ja der Camper, das Camperparadies für alle Leute, die gerne ja irgendwas für Campingausrüstung was brauchen, ist das wohl der größte Laden. Die machen jetzt in einer Stunde schon zu. Ich bin also hier ist der Parkplatz, wo man auch dann seine Einkaufswagen wieder loswerden kann. Und übernachten ist hier übrigens verboten, das darf man nicht. Das ist vorne extra ein Schild, dass man das nicht darf. Also im Camper herfahren und dann auf einen der umliegenden Plätze fahren, das darf man aber eben nicht übernachten. Jetzt suche ich mal hier irgendwo den Eingang, mal sehen, ob ich da was finde. So, ich bin jetzt hier bei Obelink, dem absoluten Camperparadies. Es gibt hier eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und ich bin hier reingegangen mit der Maßgabe. Ich wollte eigentlich nichts mitnehmen, bin mit dem Motorrad hier. Und jetzt habe ich schon 2 Sachen gesehen, die ich unbedingt haben müsste. Einmal nochmal eine Campingdusche. Ein Toaster. Also ich gehe noch mal in mich. Eigentlich wollte ich einen Trip mitnehmen. Ich muss jetzt mal gucken. Hier gibt es Dinge, das will man gar nicht wissen. Aber es ist schön. So, jetzt bin ich wieder raus. Und mitgenommen habe ich einen Tritt, eine Aufstiegshilfe fürs Motorrad. So, natürlich ist es keine Aufstiegshilfe fürs Motorrad. Könnte man natürlich so nutzen, aber da muss man genau da wieder einparken. Ein Tritt natürlich für den Anhänger. Ich hatte mir ja welche geholt und mal verglichen. Eine aus Kunststoff ist mir mal kaputt gebrochen, deswegen bin ich von den Kunststoffdingern ab. Einen habe ich noch aus Kunststoff zum Klappen, der ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir noch einen geholt aus Holz. Der ist so schmal unten, dass er ganz wappelig und kippelig ist. Und hier habe ich jetzt eben einen gefunden aus Aluminium, der so ein bisschen auseinander geht unten. Sehr stabil ist, 150 Kilo Tragkraft. Und der dann auch, ja, ich sag mal, wirklich Vertrauen erwecken könnte. Und auch sehr leicht ist dabei auch noch dabei. Ja, und noch ein Toaster natürlich. Ein Toaster, der dann mein Single-Toaster, der sich nicht bewährt hat, dann ersetzen soll. Da habe ich dann auch dann 2 Scheiben, die ich dann toasten kann und das Ganze mit 650 Watt. Ich bin gespannt, ob das gut funktioniert. Das ist auch sehr leicht, ein ganz leichter, eigentlich für ein Camping ja gut geeignet. Deswegen, bei Obelink gibt es hauptsächlich Sachen natürlich fürs Camping. Ne? Ja, das werde ich dann mal zeigen, nochmal den Toaster. Und jetzt geht's wieder los. Ich werde jetzt die Sachen verpacken und auf geht's wieder nach Coesfeld zurück.
So, ich war jetzt hier in Winterswijk in der Innenstadt gewesen. So wunderschön, muss ich echt sagen. Ganz, ganz, ganz toll gepflegt. So viele tolle Geschäfte. Also wer auf Bekleidungsgeschäfte steht, der ist hier in Winterswijk auf jeden Fall richtig. Also auch die ganzen Restaurants auf dem Marktplatz da, wo die Kirche dann steht. Alle belegt. Also es waren wenige Tische frei und das um diese Uhrzeit, so um 18 Uhr. Also ich fand es richtig, richtig toll. Ja, hat sich wirklich gelohnt. Hallo ihr Lieben, auf geht's zum Longinusturm. Ich bin selbst gespannt. Kommt mit! So, jetzt am Longinusturm. Wahnsinnig viele Motorräder. Und da ist der Turm. Oh, in die Sonne geht das gar nicht. So, jetzt geht's hier in den Turm hoch. Erstaunlich, haben die hier extra aufgeschlossen für mich. Und jetzt geht's hier nach oben hoch. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der Blitzableiter ist, der hier im Gebäudeinneren verlegt ist. Zumindest würde ich bei Gewitter, glaube ich, nicht das Gelände anfassen. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin jetzt hier auf dem Longinusturm und schaue mir das mir alles mal ganz genau an. Ich, ja, so da runter gucken, ich hoffe aber, dass diese Balustrade hält. Ne? Man hat hier einen wunderbaren Ausblick, tolles Wetter, man kann hier kilometerweit gucken. Hier geht es nach Billerbeck zum Beispiel und da vorne, wo geht es da hin? Da ist dann Havixbeck. Havixbeck, gibt es auch. Und ja, hier vorne hinter mir ist jetzt der Eingang oder der Aufgang. Und wenn ich jetzt mal hier so runter gucke, dann sieht man da unten dann die vielen Motorräder, die da stehen. Und da sitzen noch ein paar Leute. Da unten ist so eine Bude, wo es dann eine Bratwurst gibt. Und alles voller Motorräder hier. Obwohl ganz witzig, wenn man hier ankommt, da steht unten ein Schild, Einfahrt verboten für Autos und Motorräder. Und trotzdem steht hier immer alles voll. Wahnsinn, was für ein Ausblick hier oben. Es ist einfach bombastisch. Ich find's klasse. So ein Aussichtsturm ist prima. Und seit einer Viertelstunde bin ich jetzt echt alleine hier oben. Wo eben war ein Pärchen hier gewesen. So, und über mir sind dann die ganzen Sendeanlagen. Da drüben ist übrigens dann der Mast zu sehen, der dann hauptsächlich diese Sendeaufgabe jetzt irgendwie übernimmt. Aber dieser Turm hier wird immer noch weiter genutzt. Alles voll oben mit Antennen drauf. Ja, und war eine schöne Fahrt hierher. Von hier aus fahre ich gleich mal weiter, mal gucken. Nochmal Richtung Dülmen vielleicht irgendwo. Mal sehen, was ich mir noch anschauen werde. Oder hier steht eine große Kirche mit zwei Türmen. Aha, toll. Und jetzt geht's wieder runter. Und ich bin der Einzige. Hall. So, nun war ich hier am Longinusturm und fahre jetzt mal weiter. Mal gucken, halt dann am See oder nach Ulm. Mal gucken, was ich jetzt mir anschauen werde. Auf geht's! Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt direkt hier vor dem Löwendenkmal in Dülmen und bin einmal durch die ganze Stadt gelaufen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war ein bisschen erschrocken. So viele Leerstände habe ich eigentlich selten gesehen. Vor allen Dingen in den Geschäften ist da noch gar nichts drin. Normalerweise dekoriert man das ja so ein bisschen und sagt, da Mensch, machen wir was Schickes draus irgendwie. Also das fiel jetzt wirklich auf, wie viel Leerstände dann waren. Obwohl, schöne Geschäfte, alles klar, lohnt sich auf jeden Fall herzufahren, das anzugucken. Aber die Menge an Leerständen und diese Auffälligkeit, das im Vergleich jetzt zu Winterswijk zum Beispiel in Holland, das ist mir jetzt doch eben kräftig aufgefallen. So, weiter geht's nach Haltern am See. Da fahre ich jetzt auch noch mal hin. Nun bin ich am Siebenteufelsturm in Haltern am See und der Turm hat eine so hochgelegene Eingangstür, wo man gar nicht hinkommt ohne eine Leiter. Total witzig. Und dann gibt es hier eine schöne Wasserspiele, nämlich ein bisschen in Freiburg. Da sind auch so offene Rinnen, wo das Wasser dann so oberflächlich dann weitergeleitet wird. Finde ich total schön. Muss man aufpassen, dass man nicht reintritt. Ja, dann habe ich eben noch mal gepostet auf Social Media, dass es ja manchmal auch Motorradfahrer gibt mit einem
Auspuff, der sehr laut ist. Und da habe ich dann geschrieben, dass die armen Kerle wohl nicht genug Geld haben, sich einen vernünftigen Auspuff zu kaufen oder gar keinen haben oder so. Naja, es gab natürlich sofort gleich wieder eine Reaktion. Chantal, heul leise. Und daraufhin habe ich dann wieder geantwortet, Chantal fährt von Gibraltar bis zum Nordkap durch ganz Europa und nicht nur am Wochenende um den Block zur Show, denn echte Biker, die hört man nämlich gar nicht. Ja, mal gucken, was da wieder für eine Reaktion drauf kommt, aber ganz ehrlich, wenige Biker mit so einem extrem lauten Auspuff machen im Grunde genommen die ganze Community kaputt und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade, dass sie sich nicht dann benehmen können, sage ich mal. Ich sage es wirklich benehmen können, denn man muss ja nicht seine Stärke und sein Ego zeigen durch Lautstärke oder Schnelligkeit, sondern durch ganz andere Dinge. Das ist meine persönliche Auffassung. Also wir sind alle Biker, ne? Ganz klar, alle sind Biker, aber so ein bisschen Rücksicht auf andere nehmen, das sollte man ja doch schon irgendwie, oder? Sowas finde ich mal wieder richtig klasse. Diesmal gesponsert von der Sparkasse. So ein Wasserspiel. Also Wasser spielt ja wohl in Haltern am See eine ganz große Rolle. So Wasserräder, die sich drehen. Total schön gemacht. So, ich bin jetzt hier direkt auf dem Marktplatz in Haltern am See und das ist so richtig genial hier, also muss ich echt sagen. Wieder total voll mit Menschen, die ganzen Cafés sind voll, es gibt kaum freie Plätze. Da vorne ist das Rathaus, hinter mir ist jetzt die Kirche da gleich zu sehen. Na, da ist jetzt die Kirche, genau. Und ja, Sonne scheint, alle Menschen sind draußen fröhlich, alles gut. Also gefällt mir richtig gut, muss ich sagen hier. Richtig schön. Ich gehe doch mal ein bisschen weiter hier rum. Ja, hier nochmal das Rathaus, viele Eiscafés und hier der Marktplatz und da dann die Kirche. Wunderschön. Bin jetzt einmal durch die ganze Innenstadt von Haltern am See gelaufen. Ja, und wird es auch langsam Zeit, wieder zurückzufahren. Es war ein wunderschöner Ausflug heute. Longinusturm, ja, Dülmen und dann hier Haltern am See. Da hat man schon einiges gesehen auf jeden Fall. Ja, auf geht's wieder zurück. Und hinter mir ist immer noch der große Siebenteufelsturm hier in Haltern am See. Verdammt ich auch. Ich bin jetzt hier angekommen, aber ich fahre jetzt auch nochmal in die Notaufnahme beim Krankenhaus. Sonntagabend, also der Finger sieht gar nicht gut aus, mit dem ich jetzt gerade die Kamera hier halte. Ich lasse mal drauf gucken und dann mal weiter gucken. Es hat sich so richtig mies entzündet. So, okay, ich fahre mal los und dann mal schauen. Mist. Dann sind nochmal Claudia und Heinz vorbeigekommen. Fand ich total lieb. Liebe Grüße an euch beide. Wir sind dann auch in die Innenstadt gegangen und haben dann Eis gegessen. Uns da, ich glaube, 3 Stunden oder so unterhalten. Das war wirklich wundervoll gewesen. Euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ja, ich sag mal, viel, was sagt man da eigentlich? Viel Glück, viel Erfolg, alles Liebe, alles Gute für die Familie. Ihr habt da eine besondere Situation und deswegen liebe Grüße an euch. Und ich bin gedanklich bei euch. Ja, dann ist noch etwas passiert, was nicht so richtig klasse war. Denn mein Finger meldete sich plötzlich zu Wort, außerdem noch der Mittelfinger. Und sah das aus wie so ein Insektenstich. Ich habe erst gedacht, das ist ein Insektenstich. Na, was kommt, das geht auch wieder. Habe das auch gepostet beim Social Media. Und da war ich eigentlich so ein ganz bisschen überrascht, dass es dann so einige Menschen gibt, die dann sagen, mi, 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 mi. Oder die dann sagen, heul leise, Chantal. Solche Leute, die sowas schreiben, ich sag's ganz ehrlich, die schmeiße sofort gleich raus. Die brauchen gar nicht mehr weiter mitzuspielen, weil ja, letztlich ist aus diesem Insektenstich nämlich was ganz anderes passiert. Das war nämlich eine Nagelbettentzündung. So. Und da habe ich natürlich gewartet und gedacht, naja, wird ja wohl irgendwie ein bisschen besser werden. Wurde es aber nicht. Und dann bin ich eben halt dann tatsächlich am Sonntagabend in die Notaufnahme gefahren. Die sagten dann zwar, richtig Notfall war es jetzt nicht, aber es musste ja trotzdem behandelt werden. Und ja, dann wurde da der Finger aufgemacht und gesagt, ich sollte auf jeden Fall nochmal zum Arzt gehen. Das habe ich dann auch gemacht.
heute. Und ja, da wurde nochmal gesagt, komm auch nochmal in 2 Tagen wieder vorbei. Ich habe Antibiotika bekommen. Also das ist dann schon so, dass ja, nur noch mit einem Antibiotikum das dann behandelt werden kann, damit es dann nicht schlimmer wird. Also da haben ja ganz viele gesagt, oh Gott, wenn das nicht behandelt wird oder wenn das dann so ein bisschen sich ausbreitet, ne, dann geht das eben halt in den Knochen rein, der Knochen wird aufgelöst. Da kann man nachher die ganze Fingerkuppe verlieren dabei. Also wenn ihr mal was mit dem Nagel habt oder mit dem Nagelbett, dann geht lieber einmal einen Tag früher zum Arzt als einen Tag zu spät, denn das ist eine ganz wichtige Sache. Also mit der Nagelbettentzündung ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Da gibt es ausreichend Videos überall. Da will ich jetzt auch gar keine Bilder zeigen. Ich will auch nichts weiter darüber berichten, sondern einfach nur sagen, Leute, passt auf. Ne? Das kann schnell passieren. Auch wenn man ständig irgendwie Isopropanol und die Hände desinfiziert und so weiter. Trotzdem, eine kleinste Verletzung kann schon ausreichen, dass da irgendwie Bakterien reinkommen. Und die ne, setzen sich da durch. Da kommt noch Hitze dazu und keine Ahnung was. Und schon ist da das Ganze am Rumoren. Ja, war jetzt bei mir auch so. Und deswegen verzögert sich bei mir jetzt der ganze Aufenthalt, die Weiterfahrt hier. Ich war ja in Lingen gewesen und habe da meine Tochter besucht. Und ja, fahre jetzt weiter nach Fulda und besuche dann nochmal eine Tochter. Und ja, wir werden dann uns dann auch noch ein bisschen was anschauen. Allerdings wird das Ganze erst sich ein bisschen jetzt verzögern. Ich wollte eigentlich schon ja längst losgefahren sein, um ehrlich zu sein. Und nun bleibe ich hier noch ein bisschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier eigentlich auch ganz wohl. Wenn ich mal so ganz genau bin, habe ich jetzt in Coesfeld schon eine ganze Menge Geld gelassen. Also Camper bringen ja auch Geld in die Kommunen und ich kann ganz deutlich sagen, dass ich deutlich dazugehöre, dann auch Geld dazulassen. Und ja, die Kommune, die hat was davon. Wenn auch der Platz hier kostenfrei ist, dann nimmt die Kommune ja nichts ein. Aber das, was ich da umsetze, ich glaube, das rechnet sich für die Kommune schon. So. Nebenan ist jetzt wieder ein Landwirt gekommen, der gerade seine Ernte reinbringt. Ich sag herzlichen Dank fürs Reinschauen. Schreibt mal ruhig in die Kommentare rein, was ihr jetzt in diesem Sommer Schönes macht, wo ihr seid. Und ich sag nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Video. Eindrücke jetzt hier vom Marktplatz von Coesfeld und hier habe ich eben wunderschön hier im italienischen Eiscafé Eis gegessen. Ja, ich habe mir heute einen neuen Toaster gekauft. Oh, ich freue mich total. Einen neuen Toaster. Yeah. Hinter mir geht jetzt gerade die Sonne unter und ich habe eben gerade eingekauft in einem der, ich sage ganz ehrlich, größten Märkte, die ich bisher so gesehen habe in Deutschland, zumindest so ein Rewe-Center hier. Also muss ich ehrlich sagen, so groß, da gibt es eigentlich praktisch alles. Das ist voll der Wahnsinn. Ich fahre hier wie ein Wolf ab und suche den Amazon-Abholschrank und der ist hier in einer Halle drinne. Habe ich so noch nicht erlebt. Hier ist nämlich ein großer Waschplatz und dann da hinter mir, da ist der Amazon-Schrank. Da stehe ich auf meinem Motorrad da vorne. Und das ist hier einfach so eine große Waschhalle. Und da ist dann der Amazon-Abholschrank.
Toll gemacht hier. Aber er ist da. Hat er mir erstmal vertippt. Jetzt probiere ich es ein zweites Mal. Und dann müsste jetzt gleich das eine Türchen hier aufgehen. Mal gucken, was hier gerade passiert. Zack. Ah, da geht das Türchen auf. Und dann ist hier mein Paket drin. Komm raus da. Total klasse, ne? Und dann wieder zumachen. Ja. So, das packe ich schon mal hier hin. Und dann sagt er mir, kann ich jetzt auch gleich das zweite Paket rausholen. Und dann sagt er, Fach 2 öffnen. Hier, für Sie liegen zwei Pakete bereit. Fach 2 öffnen und wieder zurücktreten. Und der hat ja schon. Hä? Hallo? So. Ach so, und jetzt Fach 1 öffnen. Na gut. Gut angenommen, treten Sie zurück und irgendwo öffnet sich ein Fach. Pumps, ist das Fach auf. Da ist dann das zweite Paket drin. Hat mal wieder geklappt. Der Einzige, der zu blöd ist, das bin ich.